Ja, herzlich willkommen im Studio 21. Wir haben heute in Thomas Membier da. Du hast ja bei uns schon ein bisschen mitgewerkelt. Ja, hat mir sehr Spaß gemacht. Heute wollen wir aber mit dir so plaudern. Es hat sich ja doch einiges in der letzten Zeit getan. Wie du das siehst als junger Mensch, der ja auch in der Ausbildung jetzt steht. Zuerst einmal, was machst du momentan für eine Ausbildung? Ich bin zurzeit auf der HTL Donaustadt in Wien im Bereich höhere IT und bin in Medientechnik und Netzwerktechnik. Mhm. Ganz eine interessante Sache. Ja, es ist in der dritten kann ich mal aussuchen zwischen Medientechnik und Netzwerktechnik. Dabei bin ich ein bisschen auf Medientechnik, eben auch wegen Filmbearbeitung und zum Beispiel anderen Sachen, Audiobearbeitung. Das ist schon sehr interessant und ich glaube, ich habe mir da das Richtige ausgesucht. Was ist der Unterschied zwischen beiden Richtungen? Naja, Medientechnik hat deutlich mehr mit dem Kontakt zu Menschen zu tun. Die Netzwerktechnik ist viel firmenlastiger, glaube ich, kann man sagen. Also ein eigenes Gewerbe kann man besser mit Medientechnik aufbauen. Jetzt ist ja momentan Schule Stopp. Ja. Wie geht man damit um? Es ist ja nicht einfach, es ist ja nicht unbedingt, wie soll ich sagen, wenn man in einer Volksschule oder Hauptschule geht, ja, ist schon schwer, aber in einem Beruf, wo man, also einen Beruf erlernen will, wo es einfach um Technik geht, wie kommt man da zurecht? Es ist natürlich schwierig, ich meine, dadurch, dass wir auf einer HTL sind, hat jeder von uns die Möglichkeiten und auch einen Computer zu Hause, um das Distance Learning, wie es ja heißt, auszuführen. Aber es ist eine ganz spezielle Sache, weil ohne den persönlichen Kontakt fehlt natürlich was und nur die Aufgaben vom Lehrer geschickt zu bekommen, es hat natürlich große Unterschiede. Ja. Das heißt, es habt ihr de facto keinen Vortrag? Manche Lehrer, also zum Beispiel meine Klassenvorständin, schickt Videos, die eine Stunde lang sind, auf unsere Lerncloud, auf unser Programm und da können wir uns das anschauen. Das hängt aber natürlich vom Lehrer ab und das finde ich sehr gut, wenn der Lehrer sowas macht. Das heißt, wenn du so ein Video anschaust und du hast dann Fragen, kannst du dann aber auch eine Mail schreiben, nehme ich an. Ja, wir können Mails schreiben, es gibt Plattformen von den eigenen Lehrern, wo man sogar mit ihnen in Kontakt treten kann. Sie sind ein bisschen unsicher, dadurch, dass jetzt mehr Daten natürlich im Internet kursieren, bricht die Verbindung immer wieder ab, aber sonst eigentlich eine gute Sache. Könntest du dir vorstellen, dass das fix so ist oder ist dir doch lieber der Kontakt mit den Lehrern lieber und mit der Schule? Das ist eine ganz interessante Sache, da habe ich auch länger drüber nachgedacht, ob das auch ohne Schulgebäude geht, das mit der Schule. Es ist schwierig zu sagen, weil zum Beispiel Fächer wie Turnen oder Werkstätte ist natürlich schwerer so aufzuziehen, aber Theoriefächer wie zum Beispiel Mathematik könnte man, glaube ich, bestimmte Themen zumindest sicher so machen. Ja, jetzt... Du hast ja doch eine weite Anreise immer gehabt nach Wien, in die relativ. Ja. Jetzt bist du dann praktisch in deiner Gemeinde gefesselt gewesen. Wie hast denn du die Zeit verbracht? Am Anfang, also wo es angefangen hat, war man noch so ein bisschen ratlos, habe ich mich gefühlt so, was mache ich jetzt mit Freunden treffen, sollte man sich ja nicht und alles. Es ist schwierig, kann man auf jeden Fall so sagen. Da sind ja auch die Sportarten ausgefallen, zum Beispiel mein Fußball war ja auch, sobald die Schule aus war, war ja auch das aus. Mit der Zeit, wo der Lockdown dann langsam weniger geworden ist, jetzt spiele ich schon wieder Fußball, halt mit bestimmten Auflagen beim Training. Und das ist schon jetzt ein sehr angenehmes Gefühl, weil man merkt zuerst, dass die Schule zum Beispiel einem abgibt, wenn man es nicht hat. Und das habe ich interessant gefunden. Sind irgendwie da die Kontakte, die sozialen, ein bisschen abgegangen? Das auf jeden Fall, vor allem weil die Schule ja weitergegangen ist, also die Fächer. Mir wurden eigentlich nur die Kontakte zu den Mitschülern fast gestrichen, die persönlichen. Das ist der große Hauptpunkt gewesen. Ich weiß ja, bei euch in der Gemeinde wird relativ viel, also da kommunizieren die Menschen relativ viel, treffen sich häufig, das ist ja praktisch alles weggefallen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Gemeinde nicht sehr leicht war. Es war sehr schwierig, wir haben ja gerade den neuen Kindergarten fertig gehabt, wo ihr auch berichtet habt. Das war sehr ein großes Projekt, über 1 Million Euro hat er ja gekostet, der Kindergarten. Und dann da keine Kinder drin zu haben, eine sehr große Zeit lang. Der Wirt war zu, alle Vereine geschlossen. Es war ein ganz komisches Gefühl, das ich noch nicht erlebt habe vorher. Jetzt glaubst du, dass das, wenn es länger angehalten hätte, dass das... für die gesamte Gemeinschaft ein großes Problem geworden wäre?
Das auf jeden Fall, weil ich weiß nicht, wie lange die kleinen Wirten noch ausgehalten hätten bei uns im Dorf. Viele mussten ja leider aufhören im Geschäft. Unser hat es leider überlebt, also zum Glück geschafft. Und das war dann schon, wir haben schon Angst gehabt, dass wenn sowas, nämlich wenn ein Verein oder Wirtshaus so ein Identifikationspunkt von der Gemeinde wegfällt, das hat schon Angst gemacht, glaube ich. Ist schon ein ganz komisches Gefühl, Wie war denn das bei euch? Also ihr habt ja doch auch Menschen, die einfach in diese riesige Gruppe gehört. Das ist in einer Gemeinde, also ja. das ist ja nicht wenig in einer Gemeinde. Wie sind die versorgt worden? Großes Lob an von meiner Seite zwischen Mitarbeit von Gemeinde und unserem Wirtshaus. Unser Wirt hat das Wirtshaus natürlich schließen müssen, hat Essen auf Rädern für Okay. die Leute in der Risikogruppe organisiert und es wurde dann von Gemeindearbeitern ausgeführt, mit natürlich Masken und allen Alles Auflagen. klar. Sehr gut. Das hat mir sehr gefallen. Das fand ich gut, da hat jeder zusammengehalten und man konnte sich sogar Essen abholen beim Wirten. Ja, jeder. Wobei das Problem natürlich war, man durfte ja nicht hin. Also das heißt, manche waren dann wirklich schon sehr isoliert. Ne? Ja, das stimmt natürlich. Aber er hat es gut gelöst, kann man auf jeden Fall sagen. Okay. Ja, jetzt deine Mama ist eine Heldin, wie es so schön geheißen hat. Hat sie sich als solche gefühlt? Es gab eine lange Zeit sogar, glaube ich, wo sie angesprochen wurde und gelobt wurde von Kunden. Das macht natürlich auch Freude, natürlich hat meine Mutter auch sehr Freude gemacht. Und immer wieder hat ihre Firma eine Pizza spendiert, zum Beispiel, bevor noch die großen Prämien fix waren. Das ist aber mittlerweile schon weg. Die Kunden sind grantiger, nicht wirklich mehr so auf diesem, ich bin dankbar dafür, dass sie das machen oder so, das ist schon immer mehr. Und das hat sich auch dann in der Prämie, glaube ich, wieder gespiegelt, die meine Mutter dann bekommen. Ja, das heißt, die Normalität ist wieder eingekehrt in einer gewissen Weise. Das heißt, die Kunden werden wieder grantig. Ja. Jetzt kann man aber nicht wirklich dann davon zehren, ne, dass man mal Heldin war. Ne? Ich glaube, sie hat auch sich selber nicht als Heldin gefühlt. Die Heldinnen und Helden waren für sie die Leute in den Spitälern, die gearbeitet haben, viele Arbeitsstunden noch hatten, Leute gesund zu bekommen, die das Coronavirus zum Beispiel haben. Das waren die richtigen Helden. Und das ist auch jetzt mittlerweile so eingekehrt, dass meine Mutter eben, wie gesagt, nicht mehr als Heldin angesehen wird. Und die Leute sind gestresster, wie gesagt. Es ist einfach jetzt wieder Normalität, wie gesagt, fast eingekehrt. Ja. Ja, Heldin hin und her, aber der Zeitaufwand war auch ein größerer. Natürlich, ja, sie hat oft Stunden eingelegt, die normal nicht geplant gewesen wären, wie zum Beispiel Samstage im Monat. Normal hat man zwei frei und zwei arbeitende. Das war nicht der Fall. Es waren oft drei arbeitende Samstage, einer frei und manchmal ein Spätdienst und dann ein Frühdienst, also weniger Schlaf. Es war natürlich ein Unterschied auch und das habe ich gespürt. Und ich meine, ich bin jetzt schon 15 Jahre alt, ich kann für mich selber sorgen, zu Hause mehrere Stunden und auch wenn sie nicht da ist, mehr Essen machen zum Beispiel oder so. Aber mit kleineren Kindern ist das natürlich schwieriger und das kann ich mir schon vorstellen, dass das eine große Belastung für beide Seiten dann gewesen ist. Hast du so Fälle kennt, wo die ziemliche Probleme gehabt haben dann, weil sie eben kleine Kinder gehabt haben? Nein, jetzt nicht persönlich, leider. Also ich würde es gern von so Menschen hören, die das wirklich erlebt haben, weil das sicher schwierig war. Und die Unterstützung relativ fast ausgeblieben ist, sage ich jetzt nochmal, weil das mit diesen Gruppeneinteilungen in den Filmen und Filialen auch schwierig war, was zum Beispiel bei der Filiale von meiner Mutter nicht der Fall war, weil zu wenige Leute sogar dort sind. Also war die Gruppeneinteilung gar nicht möglich. Klar, also das hängt dann auch von denen ab. Weil ich kann mir schon vorstellen, also wie gesagt, in deinem Fall war es ja kein Problem, aber wenn dann jemand aus dem Handel vielleicht womöglich nur zwei Kinder hat und das Problem sich dann auch noch oft ist, dass beide arbeiten müssen, weil es gibt ja beide, die in so systemerhaltenden Berufen sind, kann ich mir vorstellen, dass das dann schon wirklich am Rande der Kapazität war. Und vor allem die Oma ist weggefallen, weil zu der durfte man nicht. Natürlich, ja. Ich meine, es waren ja diese Kindergartenbetreuungseinrichtungen sozusagen ja offen für Leute, die in systemwichtigen Berufen arbeiten und ihre Kinder dort hinbringen konnten. Das fand ich sehr gut. Aber es war nicht, glaube ich, das war nicht das Ganze, was man hatte. Es ist natürlich was anderes, wenn die Mutter da ist, der Vater da ist. Eine Betreuerin ist natürlich pädagogisch auch. př װװ==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 
ausgebildet und weiß, wie man mit einem Kind umgeht, aber es ist halt nicht die Mama oder der Papa. Ja. Mhm. Jetzt, wie glaubst du, wird das weitergehen? Also von deiner Warte aus, hast du da irgendwelche Vorstellungen oder wie soll es weitergehen? Es hängt natürlich davon ab, wie die Regierung mit weiteren Sachen weiter, wie sich das alles entwickelt und alles. Wir hoffen natürlich, dass es keine zweite Welle geben wird. Wie man damit rechnen kann, weiß ich nicht. Somit kenne ich kenne mich darüber nicht aus. Gut. Die Experten wahrscheinlich kennen. Genau, ja. Also schulisch ist ja schon klar, wie es weitergeht. Und zwar am 3. Juni sperren die Oberstufen wieder auf, also am Mittwoch. Ich bin schon froh darüber und mit den Geschäften und andere. Es ist schwierig für mich zu sagen, ich kenne die genauen Auflagen gerade nicht. Mhm. Aber ich hoffe, dass die Normalität schnell wieder zurückkommt. Ja, und dass es halt auch wenig Firmen gibt, die es nicht geschafft haben. Es wird sicherlich einige geben. Ja. Jetzt, wie schaut es dann im Herbst aus? Da gehst du dann ganz normal wieder in die Schule. Ne? Also jetzt geht es noch bis zum, nehme ich an, bis zum Zeugnis? Genau, ja. Die Sommerferien werden nicht verschoben und am Herbst geht es normal wieder los, hoffentlich. Soll es wieder normal losgehen? Ja. Mhm. Gut, und wenn du jetzt irgendwo einen Wunsch hast, was du beeinflussen könntest, was würdest du dir wünschen? Ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass weil für mich als Schüler, ich habe kein Geld zu verdienen oder so. Die Leute, die Geld verdienen, haben natürlich die großen Probleme, wenn die Firma nicht funktioniert. Und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass sie da mehr Unterstützung bekommen. Und einfach damit wirklich jeder es schaffen wird, was schwierig sein wird, aber das würde ich mir wünschen. Mhm. Ja, es ist ganz interessant, auf eine Gemeinde zu wissen, in der Größenordnung, wie die damit umgegangen ist. Wobei man kann vorstellen kann, dass in einer kleinen Gemeinde vielleicht sogar noch mal einfacher ist. Und weil ihr kennt ja einen den anderen, kann man sagen. Ne? Zusammenhalt ist gestärkt, aber auf eine andere Weise, glaube ich. Und zwar so krisenfester. Und das freut mich auch, wenn wir da gut durchkommen, dass das dann so ist. Mhm. Ja, der Vorteil von diesen kleinen Einheiten. Ja, genau. Die sollen auch bleiben. Das ist eine Wichtigkeit zu unserer Kultur. Und ich sage dir nochmal recht herzlichen Dank. Und danke. Wir freuen uns auf deine Zusammenarbeit mit dir, weil du wirst uns ja wiederum als Beistehen als Praktikanten. Ich freue mich auch schon sehr. Danke. Wunderbar, danke. Danke.